Wie hat die Industrie die Stadt Treskirchen geprägt? Das bereitet eine neue Sonderausstellung im Treskirchener Stadtmuseum auf, die gemeinsam mit Studierenden der New Design Privatuniversität St. Pölten entstanden ist. Visuell modern aufbereitet wird an bekannte Industriebetriebe, die in Treskirchen ansässig war, erinnert. Die Geschichte Treskirchens wurde über viele Jahre geprägt von den Schloten und Schettdächern der ansässigen Industriebetriebe. Firmennamen wie Mulli, Kamgarn, Blaschke, OLV, Imco und natürlich die Semperit haben für mehr als ein Jahrhundert das Leben in der Stadt wirtschaftlich und gesellschaftlich beeinflusst. Grund genug für das Museum Treskirchen, im Rahmen der Sonderausstellung Rauchende Schlote, die Geschichte der Industrie in Treskirchen, den Werdegang vieler dieser Betriebe zu erzählen und damit ihre Bedeutung nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Region hervorzuheben. Treskirchen ist bekannt als Industriestadt. Industrie ist eigentlich auch Stadtgeschichte. Und es war ein Punkt, den wir eigentlich schon wirklich lange auf unserer To-Do-Liste hatten. Wir wollten die Stadtgeschichte aufarbeiten. Und da haben wir eigentlich vor 2 Jahren damit begonnen. Und ja, durch diese Verzögerungen von Corona und so weiter ist das alles ein bisschen, hat es länger gedauert. Aber ich freue mich sehr, dass wir heuer diese Ausstellung hier eröffnen können. Das Museum Treskirchen ist seit 30 Jahren in der ehemaligen Kammgarnspinnerei in Möllersdorf. Und die war eigentlich ein Zweigwerk von der Veslauer Kammgarn AG. Und darum ist Veslauer Wolle hier ganz besonders beheimatet und ein wichtiger Begriff. Die Ausstellung ist in Kooperation mit der New Design University St. Pölten entstanden. Sie gibt Antworten auf viele Fragen rund um den Industriestandort und einen Überblick über Höhepunkte der Industriegeschichte mit historischen Fotos und einer digitalen Medienstation. Die Kooperation haben wir gerne aufgenommen, weil das für uns als New Design University sehr gute Möglichkeit ist, dass wir unseren Studierenden die Wirklichkeit simulieren. Und wir haben ein Expertenteam zusammengestellt, also mit Lehrenden aus unserem Haus, also mit Nadja Rappin-Berger, die in dem Master, den ich auch leite, in Architektur und visuelle Kommunikation eine Lehrveranstaltung leitet, kuratorische Studien. Und Nadja war eigentlich die perfekte Besetzung, um hier das Team an Absolventinnen, also 2 Absolventinnen, haben die grafische und die räumliche Gestaltung gemacht, zu leiten und hier auch die Schnittstelle zum Museum zu sein. Es war noch vieles versteckt, vieles in den Archiven versteckt. Wir haben auch neue Zeitzeugen gesucht. Und eigentlich war der Aufwand doch ziemlich groß, aber ich glaube, es lohnt sich. Es ist natürlich ein frischer Blick auf dieses alte Gemäuer gewesen, den wir darauf gerichtet haben. Aber gerade in dem Thema Industrie und Industriegeschichte geht es ja um klare Formen, um klare Strukturen. Und das hat sich auch wiedergefunden in den Schriftarten, in den Farben und auch in der Gestaltung des Plakats. Gezeigt wird, was Fußbälle mit Treskirchen zu tun hat oder welche Schokolade einst in Tribuswinkel erzeugt wurde. Oder wussten Sie, dass in Möllersdorf jahrelang Mechaniken für die bekannten Wiener Klavierfabriken hergestellt wurden? Es bleiben die Firmennamen, die fehlen. Also nicht nur immer die Semperit, sondern wenn wir da schauen, von der Mulli über die Eisengießereien bis zur ÖLW, zu der Jung und zur Imco und vielen anderen Betrieben, die klingende Namen gehabt haben. Es waren schon die Arbeiterinnen und Arbeiter, die diesen Wohlstand produziert haben, die sozusagen gesellschaftlich für Kaufkraft gesorgt haben, die Treskirchen gesamtgesellschaftlich wohlhabend gemacht haben und die diese Stadt sozusagen mit ihrer Arbeitskraft aufgebaut haben. So freut es mich, dass heute auch Betriebsräte und Rätinnen ehemalige da sind und dass großes Interesse da ist, nicht nur in der Generation, die damals wirklich handwerklich tätig war, sondern auch sehr geschichtsbewusster junge Menschen, die sich interessiert, wie diese Stadt eigentlich in ihrer DNA beschaffen ist. Dieses Museum beherbergt ja eine unglaubliche Anzahl an fantastischen Objekten. Und es ist im Zuge des Prozesses sind immer wieder neue Dinge aufgetaucht. Und das war natürlich sehr spannend zu überlegen, wie bringen wir das unter, was macht noch Sinn zu zeigen, wo müssen wir sagen, stopp. Aber ja, es ist nicht oft so, dass man aus einer derartigen Fülle an Objekten wählen kann. Das Stadtmuseum ist donnerstags von 14 bis 18 Uhr und Sonn- und Feiertag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Nähere Informationen
Informationen gibt es auch unter museum-treiskirchen.at.